Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, falls ihr das letzte Video über Verocity von mir gesehen habt, da bin ich einmal kurz auf Cointracking eingegangen, das Steuertool, was ich nun mehr und mehr benutze. Und wir wollen heute so ein kleines Quick Guide dafür machen. Ja, ganz wichtig, es wird nur ein Quick Guide, kein komplettes Step-by-Step-Tutorial, nämlich aus folgendem Grund, weil Cointracking selber eigentlich wirklich sehr, sehr gute Anleitungen dabei hat. Und da möchte ich euch natürlich auch einfach zeigen, ja, wie ihr die aufrufen könnt. Und das ist dann größtenteils auch einfach selbsterklärend. Und so lernt man selber auch ein bisschen besser mit diesem Layout umzugehen. Nichtsdestotrotz, kleiner Quick Guide zu Cointracking heute. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ich möchte gemeinsam mit euch erstmal mit den Kosten tatsächlich anfangen. Denn ja, für viele ist es natürlich immer blöd, von wegen, ja, wir schnacken jetzt ganz, ganz viel, wie toll das ist, wie das alles funktioniert und so weiter. Und am Ende kann ich mir das Ganze aber gar nicht leisten oder will mir das Ganze gar nicht leisten. Und ja, dann hat man irgendwie 15 Minuten Video verschwendet. Von daher fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Nämlich die Kosten, die finden wir ganz unten, wenn wir nämlich ganz runter scrollen und dann sieht man das Ganze hier. Denn bei Cointracking gibt es zwar eine Free-Version, aber wenn man das wirklich länger und aktiv nutzen sollte, dann wird es nun mal einfach kostenpflichtig. Da werden wir nicht drum rumkommen. Aber grundsätzlich sind das absolut humane Preise. Wir gehen das Ganze einmal durch und ich will euch auch auf jeden Fall erklären, ja, was eigentlich so meines Erachtens das beste Abo ist und ja, wo auch so ein kleiner Schwanker ist, den ich nicht ganz so geil finde. Dementsprechend, da gehen wir einmal genauer drauf ein. Also es gibt natürlich eine Free-Version. Erstmal vorweg, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dann spart ihr automatisch 10% auf das jeweilige Abo. Und generell diese 10%, die gelten immer, wenn ihr euch registriert. Ja, das heißt, ihr könnt auch ganz normal mit diesem Free-Abo starten, um das Ganze erstmal auszuprobieren und dann auch späterhin upgraden. Dann bekommt ihr trotzdem immer noch diese 10%. Also von daher könnt ihr euch erstmal kostenfrei registrieren und dann euch immer noch auch 2, 3 Monate später entscheiden, wenn ihr dann das kostenpflichtige Abo haben wollt. Ja, denn bei der Free-Version sind nämlich nur 200 Transaktionen drin. Und jetzt, selbst wenn der eine oder so, nur sagt, ja, hey, ich bin aber ja auch kein Trader, ich mache nur Krypto, Buy and Hold und blablabla. Aber das mag man wirklich unterschätzen, wie schnell wirklich 200 Transaktionen, und da kommen wir gleich auch noch zu, auch selbst 3500 Transaktionen, wie schnell die einfach voll sind. Denn kaufen, gegebenenfalls vielleicht mal Profite ziehen oder an die Cold Wallet senden, an die Hot Wallet senden, Staking, die Rewards erhalten. All das sind Transaktionen und die hat man wirklich sehr, sehr schnell voll. Ne? Dementsprechend schauen wir uns erstmal das mögliche Abo an, für uns natürlich in Euro. Und ja, letztendlich das Pro-Abo beispielsweise kostet 8,99 € im Monat für ein Jahr. Das wird dann immer jährlich abgerechnet. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man direkt ein Zweijahres-Abo abschließt, dass das Ganze dann auch deutlich günstiger wird. 6,99 hier oder eben auch 10,99 dann beim Expert-Abo. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit für ein lebenslanges Abo. Dann zahlt man natürlich insgesamt noch deutlich weniger. Das ist aber so dieses erste Manko, wo ich wirklich sagen muss, zumindest für die Pro-Version lohnt sich das nicht. Das mag jetzt erstmal günstiger natürlich klingen. Einmal bezahlen und gut, dann nie wieder, dann ist man durch. Aber wie gesagt, zum Thema Transaktionen, 3500 Transaktionen, die gelten insgesamt maximal, ja nicht pro Jahr. Und das ist so ein bisschen das Problem, denn wenn man nämlich über diese 3500 Transaktionen rüberkommt, dann ist man quasi gezwungen, das Update zu machen, obwohl man eigentlich ja hier lebenslang für diese Pro-Version bezahlt hat. Von daher, da muss ich euch wirklich nochmal darauf hinweisen. Also es macht relativ wenig Sinn, lebenslang dieses Pro-Abo zu holen. Ja, wenn wir jetzt von Unlimited oder Expert sprechen, dann ist das nochmal ein anderer Schnack, weil wir da wirklich eine fünfstellige oder sogar sechsstellige Transaktionen die Möglichkeiten haben. Aber lebenslanges Abo für die Pro-Version, das macht absolut gar keinen Sinn, kann ich euch so schon mal sagen. Daher, wie es auch hier markiert ist, das mit dem Best Value hat definitiv das Expert-Abo. Wenn wir beispielsweise nochmal auf 2 Jahre zurückgehen, 10,99, ja, da mag der ein oder andere jetzt meckern, aber meine Güte, Spotify kostet auch 10,99, Netflix kostet glaube ich sogar 15 Euro mittlerweile. Gut, da kann man gegebenenfalls noch Account-Sharing betreiben und das ist ein bisschen günstiger ist und so weiter, aber ja, über solche Abos wird sich auch nicht beschwert. Von daher für ein wirklich ausführliches, sehr, sehr gutes Steuertool, dann so einen Betrag monatlich in dem Fall zu bezahlen oder direkt per Zweijahresabrechnung, finde ich absolut fair, legitim, wirklich sehr, sehr gut. Und was zum Beispiel auch noch sehr, sehr geil ist als Beispiel, wenn man dieses Abo abschließt, das ist natürlich dann für uns eine Investition. Ja, das heißt, auch die können wir natürlich steuerlich geltend machen. Ja, und die beispielsweise auch direkt gegen den Kryptogewinn gegenrechnen. Na, das finde ich ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Geschichte, dass man eben den eigenen Gewinn ein bisschen schmälert kann und dementsprechend auch mehr steuerfreien Gewinn hat und so gesehen, ja,
Das also zumindest vom Kopf her eigentlich so gut wie gar nichts kostet dann in dem Fall. Also ich finde es wirklich dann sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall hier zu den Abo-Varianten. Ich denke, das 2-Jahres-Abo für die Pro-Version ist zum Start erstmal eigentlich das Beste oder natürlich sowieso erstmal free auszuprobieren. Aber generell über einen längeren Zeitraum, also mag man das wirklich unterschätzen, aber selbst 3.500 Transaktionen, was jetzt erstmal unfassbar viel klingt, die kriegt man dann wirklich verhältnismäßig schnell voll. Insbesondere, wenn man tatsächlich Trader ist, dann sowieso. Aber selbst wer nur Buy and Hold und hin und wieder mal per Sparplan Dollar Cost Averaging betreibt und das immer und immer wieder auf Hot Wallet oder Cold Wallet überweist. Auch das geht relativ schnell, dass man die dann voll hat. Zumindest wenn man das über 2, 3 Jahre macht und so weiter. Und ja, wenn man das Ganze nutzt, na, dann natürlich auch langfristig, logischerweise. Wir sind ja hier im Kryptobereich nicht, weil wir heute einsteigen wollen und da schon übermorgen keinen Bock mehr drauf haben. Ja, von daher. Den besten Wert hat definitiv hier die Expert-Version und auch das ist preislich definitiv noch human. Aber man hat natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zum Upgrade. Von daher mit der Free-Version kann man sehr, sehr gut starten, um das Ganze mal auszuprobieren. Dann reicht definitiv erstmal die Pro-Version und upgraden kann man in dem Fall dann ja immer noch, wenn man da wirklich mehr haben möchte. Gut, dann schauen wir uns auf jeden Fall das Layout ein bisschen an. Das mag anfangs ein bisschen kompliziert sein. Die Möglichkeit, die man hier hat, ist aber nämlich einmal Übersicht und manueller Import. Das heißt, wir können alle Coins auf jeden Fall manuell eintragen. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil es unfassbar viel Arbeit ist. Ich habe da hier spaßeshalber jetzt mal sowas eingetragen. Bin hier jetzt mit einem Demo-Account unterwegs, weil meine reellen Werte oder Steuerreports natürlich niemandem was angehen. Aber so können wir das ganz einfach machen. Klicken hier auf Neu und dann haben wir hier wirklich die Möglichkeit, hier die Anzahl einzugeben. Die Währung, die das in dem Fall ist, ob das jetzt Bitcoin, Ethereum, blablabla ist, das kann man hier wirklich super einfach eingeben. Das Ganze sogar auch noch mit einem Kommentar versehen, das finde ich ist eigentlich eine ganz geile Funktion. Mag für den einen oder anderen jetzt erstmal unnötig erscheinen, aber wenn man da tatsächlich dann vielleicht mal 2, 3 Jahre drauf zurückblicken will und so weiter und ja, ey, da hat man wirklich seine Emotionen überwunden und so weiter oder hat einen FOMO-Kauf getätigt tatsächlich und kann das hier eintragen. Achtung, hier 15.8. FOMO-Kauf und solche Geschichten. Das ist wirklich sehr, sehr witzig, wenn man da dann zukünftig vielleicht mal drauf zurückblickt. Also coole Geschichte. Grundsätzlich manuelle Transaktionen, aber relativ unnötig, denn wir haben hier nämlich hier wirklich die Möglichkeit, dass man auch einfach per CSV die Börsenimports machen kann. Und hier sind eigentlich alle erdenklichen Börsen, die wir benötigen, bei. Also ich wüsste zumindest keine, die ich nutze, dass die hier fehlen würde. Nehmen wir beispielsweise mal Binance und da kommen wir nämlich auch schon zum Schritt, wie einfach das wirklich ist. Ja, hier wird dann nämlich wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie man sich das Ganze einrichtet. Sprich, ja, das brauche ich dann so auch nicht zeigen. Das ist dann in dem Fall selbsterklärend, wie man das macht. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Step-by-Step-Anleitung. Dieser Schritt hier ist noch definitiv interessant. Machen wir das mal hier ein bisschen kleiner, dass wir das hier auch sehen können. Genau. Dann euch wird höchstwahrscheinlich auffallen, je nachdem, welche Börse ihr benutzt, aber bei manchen sind zum Beispiel hier die Gebühren nicht mit angegeben. Das ist grundsätzlich nicht so schlimm, weil häufig sind die Gebühren sehr, sehr gering, aber grundsätzlich sind die Gebühren natürlich auch eine Ausgabe, so gesehen Verlust. Das heißt, den können wir eigentlich gegenrechnen, steuerlich geltend machen. Da müsst ihr eigentlich wirklich aufpassen auf die Börse, die das mit anbieten. Da müsst ihr dann gegebenenfalls vielleicht doch mal manuell was eintragen. Aber das auf jeden Fall nur dazu. Bei den meisten ist es dann unterstützt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen hatte. Ich glaube, crypto.com oder so ist es gewesen, die Gebühren nicht mit angeben, wie dem auch sei. Ja, da wird wirklich automatisch dann alles mit importiert. Und wir haben sogar noch eine genialere Geschichte, nämlich der API-Import. Ja, das bedeutet, wenn man das nämlich gemacht hat, dann wird in Zukunft automatisch zieht Cointracking sich nämlich die Daten von Binance. Das heißt, man braucht nicht anschließend nochmal irgendwie CSV importieren oder bliblablub. Und auch hier ist definitiv ein ausführliches Step-by-Step-Tutorial bei, wie man sich das Ganze einrichten kann. Ja, hier steht es nämlich auch nochmal, diese Funktion checkt deine Binance-Trades und importiert sie automatisch in deinen Cointracking-Account. Aber hier auch ganz wichtig, API-Import, auch das bieten nicht alle Börsen an. Ne? Da muss man wirklich schauen, wo das eben geht und wo nicht. Und dann eine Sache noch, die ich wirklich sehr, sehr genial finde, ist, dass man hier nämlich auch Wallet-Imports machen kann. Ja, dem Fall auch. Da ist alles Erdenkliche eigentlich unterstützt. Ich zum Beispiel als Hardware-Wallet nutze ja Ledger. Das heißt, wir klicken hier dann auch einmal auf Ledger Live. Und auch hier ist eine Step-by-Step-Anleitung, wie man das Ganze dann per CSV importieren kann. Ja, auch hier sind Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren, alles mit dabei. Öffne dein Ledger Live Wallet, bliblablub. So kann man das Ganze dann machen. Ja, genauso funktioniert das in dem Fall dann natürlich für die Bitbox beispielsweise, wer eher die Bitbox benutzt. Was ebenfalls noch sehr, sehr cool ist an Cointracking, auch die wollen sich natürlich immer weiterentwickeln. Das heißt, man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, Support-Tickets und so weiter zu schreiben, wenn einem vielleicht tatsächlich irgendwie doch noch eine Börse oder eine Wallet und so weiter fehlt. Die nehmen sich das Feedback wirklich sehr, sehr gut zu Herzen.
und werden auch nach und nach immer und immer mehr importieren, falls da wirklich irgendwie eine große Nachfrage ist und irgendwie etwas fehlt. Ja, dann hat man hier natürlich noch die weitere Möglichkeit, Coin Trends, Coin Charts, Preiskalkulator etc. einzugeben. Da muss ich gestehen, das nutze ich nicht, weil ja, für Charts und so weiter habe ich ganz einfach für mich TradingView. In dem Fall, das ist für mich das Beste. Also da brauche ich nicht irgendwo anders nach Charts etc. gucken. Aber wer das natürlich möchte, der hat natürlich auch im Cointracking hier direkt die Möglichkeit, das immer so mit zu beobachten. Ist auch eine coole Geschichte, aber für mich einfach irrelevant in dem Fall. Ja, dann haben wir hier natürlich den Steuerreport, den wir hier eingeben können. Da können wir ganz einfach drauf klicken. Und jetzt sagt er mir natürlich hier, ja, es gibt nur einen Trade, weil ich bisher jetzt auf diesem Account hier einfach nur eine Sache eingetragen habe, um das Ganze einfach mal zu testen. Und ja, so sieht das Ganze dann natürlich aus. Dann kann man hier ganz einfach die Steuererklärung so gesehen machen. Muss man hier natürlich das Land auswählen. In dem Fall sind wir natürlich in Deutschland unterwegs. Und dann kann man hier nämlich auch die Methode auswählen. FIFO, First In, First Out. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Also es bedeutet eben das, was du zuerst gekauft hast, dass das auch wieder zuerst verkauft wird. Na, weil das ist ja dann beispielsweise im Regelfall eher steuerfrei als das andere. Na, wenn ich zum Beispiel Anfang 21 jetzt Bitcoin gekauft habe, 0,5 Bitcoin und so weiter. Die sind beispielsweise jetzt schon steuerfrei. Wenn ich aber nochmal 0,5 Bitcoin Ende 2021 gekauft habe, die sind es zum Beispiel noch nicht. Das heißt, da hätte ich theoretisch Steuern zahlen müssen und dafür ist natürlich dann zum Beispiel diese FIFO First In, First Out Methode da. Aber da gibt es, wie gesagt, noch mehrere Varianten, wie man das Ganze machen möchte. Aber das ist, denke ich mal, so die gängigste und auch ja, wichtigste, wo wir eigentlich das meiste sparen können. Und das finde ich ist einfach sehr, sehr genial, dass man hier wirklich so viele Möglichkeiten hat. Dann kann man hier natürlich noch unterscheiden, Steuer und Gewinn berechnen oder auch nur den Gewinn berechnen und so weiter und so fort. Man kann das Ganze auch noch gruppieren. Also ist wirklich. Ja, am Anfang vielleicht ein bisschen unübersichtlich, weil man sich da wirklich erstmal reinfuchsen muss, weil es unfassbar viele Varianten gibt. Aber grundsätzlich, wenn man das erstmal ein bisschen gemacht hat, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach. Man spart sich diesen ganzen Excel-Quatsch, den ganzen manuellen Quatsch, insbesondere wenn man wirklich viel tradet mit den API-Schnittstellen und so weiter, wenn man Staking betreibt. Auch die Daten von der Wallet wirklich ziehen möchte. Das ist zum Beispiel vorher bei mir das Problem gewesen. Ja klar, ich habe das alles immer schön von den Börsen gehabt, eingetragen und so weiter. Und ja, dann hat man aber auch auf drei verschiedenen Ledgern irgendwie was und blablabla. Und irgendwo geht dann doch die Hälfte verloren. Und ja, das ist dann endet dann doch wieder im Chaos. Das hier auch noch ein sehr, sehr interessanter Button. Man kann nämlich eine Depottrennung aktivieren, dass man eben wirklich nur beispielsweise von einer Börse jetzt dieses FIFO-Prinzip anwendet, wenn man sagt, ja, ich möchte das für diese Erklärung jetzt aber nur für Binance haben und gar nicht in Kombinationen von Binance, Crypto.com, KuCoin und so weiter zusammen. Na, auch diese Möglichkeit besteht, finde ich wirklich sehr, sehr interessant, gibt da sehr, sehr gute Möglichkeiten einfach. Ja, was ebenfalls noch sehr, sehr interessant ist, dass wir hier einfach auch viele Rabattmöglichkeiten haben, wenn wir natürlich angemeldet sind. Hier sehen wir erstmal die ganzen Börsen, die überhaupt unterstützt werden. Das sind meines Erachtens wirklich alle nennenswerten. Also ich habe jetzt keine gefunden, wo ich sage, die fehlt mir aber. Genauso natürlich die relevanten Wallets in diesem Fall. Ja, wenn wir nochmal auf den Reiter Kosten klicken, können wir natürlich hier nochmal runterscrollen. Also erstmal haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sogar mit Krypto das Ganze zu bezahlen, was ich sehr, sehr cool finde, habe ich eben noch vergessen zu sagen. Es werden über 50 Altcoins auch akzeptiert. Gleichzeitig gibt es noch 5% Rabattzahlung in Bitcoin. Das heißt, man hätte über meinen Link beispielsweise diese 10% Rabattcode und kann gleichzeitig auch nochmal 5% dann über Bitcoin sparen, wenn man das Ganze so machen möchte. Ja, dann bietet Cointracking nämlich auch noch Exklusivvorteile, sowohl für andere Börsen als auch für ja, andere Geschichten einfach, die mit Krypto und Cointracking als solches natürlich irgendwo gepartnert sind. Das kann man hier alles einmal durchgehen. Dort kann man sich hier immer noch Rabatte sichern. Muss man natürlich schauen, ob das Ganze auch wirklich hinkommt, wie zum Beispiel jetzt hier erhalte $25 in Crow-Token. Diesen Code hat natürlich jeder, der sich bei Crypto.com auch irgendwo registriert hat. Also das zum Beispiel ist jetzt nichts Besonderes. Aber generell, ja, wenn man einfach dort ist, hat man natürlich die Möglichkeit, sich hierüber auch anzumelden und auch wirklich auch bei anderen Sachen, wie auch hier zum Beispiel NordVPN, wirklich schöne Rabatte irgendwo mitzunehmen. Sollte man definitiv mal durchgehen, denn all das hängt irgendwo immer alles mit unserem Investment, mit unseren Tools, mit unseren Möglichkeiten einfach zusammen. Von daher, Cointracking hat hier sehr, sehr viele Partner auch und gegebenenfalls ist man irgendwo noch nicht unterwegs, wo man auf jeden Fall noch gut was mitnehmen kann. Ja, das ist auf jeden Fall so ein kleiner Quick Guide zu Cointracking und dem Layout, wie das Ganze funktioniert und vor allem, welche Möglichkeiten wir haben, was meines Erachtens so das beste Abo ist. Wenn ihr natürlich soweit noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten würde ich mir mal sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.